Hallo und willkommen zurück zu Portal Revolution. Hier haben wir letztes Mal aufgehört und hier müssen wir weitermachen. Wir müssen irgendwelche Inputs finden. Das sieht doch schon gut aus. Kann ich nicht mit interagieren? Dann schauen wir vielleicht mal da oben. Wo haben wir alles Portalflächen? Praktisch nirgends. Vielleicht da oben? Oh, das sind zumindest Portalflächen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gehen wir erstmal hier rein. Da ist ja schon ein riesiger Knopf. Wollen wir den mal drücken? Ja, ich bin zufrieden. Es war nämlich ein großer Button. Wieso müssen wir noch mehr Tests machen? So, irgendwo sollen Würfel auftauchen. Ich schätze mal, die kommen irgendwie hier in den Fahrstühlen an. Ne, da oben ist er. Das sieht sogar aus wie ein Companion Cube. Das ist ja schön. Den hatte ich schon vermisst. Oh, so ein schöner Cube. Ja, hier dann. Na gut, tauschen wir jetzt die Körper. Ich krieg den Körper von dem Companion Cube und er kriegt meinen. Okay, starting first test on an inanimate object. If all goes well, the cube will be teleported to the other chamber. Da bin ich gespannt. Starting first jump. Now. Und it worked. Oh. Actually worked. That's very good. See, while low-tech devices like your handheld portal device need to place physical portals to achieve teleportation, this little guy can instantly swap any two volumes of space in the whole universe. Das ist praktisch. Entire test chambers around not being able to shoot portals through walls, while this thing just bypasses our three-dimensional plane. Anyway, let's recycle that cube. Gotta clean up after ourselves. Nein, will doch kein Companion Cube verbrennen. Nein, zwing mich nicht dazu. Ich mag's auch, dass er zu meiner Portal Gun Low-Tech Device gesagt hat. To break it to you, but there is one more test we need to pass. First comes inanimate, then animate. Please enter the specimen chamber. Kannst du das nicht machen? Oh je, ich werde grad oder gleich die Gamma Raid. You'll have to temporarily resign as janitor. No worries, I'll rehire you after the test, but I need a registered test subject to continue. Good. We're almost there. Nein, ich wurde gefeuert. Well, time to put an end to the collapse. Let's rebuild the central core. Will ich das überhaupt? You probably know her as GLaDOS. Ja. It's about time we bring her back, don't you think? Nein. Nein, nein, nein. That monster spread her parts all over the facility. Even the parking lot. No way in hell I could get her back together without this. Daran erinnere ich mich. Time to start the test. See you on the other side. Ja, vielleicht. Ha, ich halt doch nichts von Teleportation. That's not good. What are you doing in there? Ich wehr mich mit allem, was ich hab. I can't turn it off. Ja, das ist jetzt nicht gut. Mein originales Ich ist gestorben und eine Kopie von mir ist hier drin. I know I can. Just give me a second. Ich glaube, ich soll mich da gar nicht so viel bewegen. Na gut, ich bin bereit, abzuhauen. Jo, jetzt ist es, glaube ich, mit mir. Nee, es geht weiter. Kapitel 5, der Schnittraum. Das sieht aber nicht aus wie ein Schnittraum, das sieht aus wie eine Höhle. Das ist doch ein Teil von... Nee, das ist meine Portal-Kanone. Nein! Auf einer einsamen Insel. Und ich habe weder Portal-Kanone noch Kokosnuss, mit der ich mich anfreunden und Liebe machen kann. Wilson! Warte, das war ein Volleyball. Irgendwer hat's auch mal mit einer Kokosnuss getrieben. Ah, an den Bereich erinnere ich mich, glaube auch. Zumindest die Keep-Out-Schilder kommen mir sehr bekannt vor. Ich schätze mal, da kommt man nicht rein, gibt auch gar keinen Henkel, kann keinen Code eingeben. Na, was soll's. So, da auch nicht.
nicht von den Türen ohne Hinkel ablenken lassen. Ist aber ziemlich viel hier noch am Brennen. Was denn da passiert? Mensch, ist das eine riesige Anlage. Ich glaube aber, ich gehe immer noch den richtigen Weg. Gelflow in die Richtung. Da kommt man nicht weiter. So viel zur richtigen Richtung. Na? Vielleicht klappt das ja. Nicht in Säurebad nach unten. Das sieht hier ganz in Ordnung aus. Ich würde sagen, einmal dann hart nach links die Treppe hoch. Und dann nach unten plumpsen. Ah, nee, geradeaus plumpsen. Hui. Mach mir keine Angst, Spiel. So, das ist eine Tür ohne Hinkel. Wir suchen eine mit Hinkel. Ist das richtig? War anscheinend richtig. Und so säurehaltig wirkt das Wasser gar nicht mehr. Ach, die Natur ist schon großartig. So. Na, wie oft will das Spiel denn jetzt speichern? So, ich denke mal, hier geht's dann weiter. Und dann mischen wir da in die Wandöffnung. Vielleicht können wir ja mal so eine Gel-Pipeline hochladen. Flüssiges Kühlmittel. Nicht mehr ganz so flüssiges Kühlmittel. Nee, keine Ahnung, was das war. War bestimmt nur der gute alte Sauerstoff und den braucht man ja. Na komm, lade. Bleib doch nicht bei 95% stehen. Dankeschön. Ein Hebel, nur für mich. Licht. Oh. Das war nicht Licht, das war das Gegenteil von Licht. Das war Dunkelheit, die wir angeschalten haben. Naja, hat irgendwie gepasst. Gibt es hier unten irgendein Easter Egg oder hier hinten? Ich hätte das natürlich dort versteckt. Die Community-Entwickler anscheinend nicht. Haben auch so eine großartige Arbeit geleistet. Wie sind wir denn hier gelandet? Das kenne ich aber auch noch. Zumindest ungefähr. Da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir runter. Hier kommen wir wieder hoch. Na also, haben einen kleinen Rundkurs entdeckt. Zumindest haben wir einen Fahrstuhl entdeckt. Da ist nochmal ein Keep-Out, das zugenagelt ist. Sehr sympathisch. Na gut, dann können wir uns nicht mehr umschauen, dann müssen wir wohl nach oben. Zumindest funktioniert das Teil hier. Einmal bitte direkt an die Oberfläche. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ganz nach oben zu kommen. So. Weiter geht's mit uns. Oh. Ja, der Boden ist nass und da oben funkt's. Das ist eine wunderbare Kombination. Das mache ich bei mir daheim auch ständig. So. Keep out. Condemned? Was heißt denn condemned auf einmal? Dachte zuerst, da steht sowas wie Achtung, kontaminiert, aber condemned müsste ich nochmal nachschauen. Das will mir gerade nicht einfallen. Irgendwann kannte ich das Wort auch mal, aber im Moment nicht. Ah, schön, dass die Displays hier noch funktionieren. Das ist Technik, die hält. Und mein Smartphone geht wahrscheinlich demnächst wieder kaputt. So, bin ich hier noch halbwegs richtig? Hier ist zumindest ein Schalter, der Licht ausmacht und hoffentlich auch wieder an. To the Aperture Science Enrichment Center. Dankeschön. How was that? Okay, good. The fact you're standing here tells me that you want to help us revolutionize the world. Just like we have for over 30 years. Wrong draft? This one? Lunch at 10. Wait, where are you going? Are we not finishing my part? Das Geräusch kommt doch irgendwo hierher. Hui. Jetzt bin ich ja wieder unten. Das ist ja doof. Rauf auf die G-Leitung.
Obwohl, das sieht nicht richtig aus, was ich hier mache. Und das sieht definitiv nach Säure aus. Ich dachte, es wäre jetzt ideal, den Weg hier gefunden zu haben. Ah, anscheinend habe ich da nur Mist gefunden. Hier gibt es auch nur Gelflow in die Richtung. Warum ist da überhaupt eine Leiter, wenn ich nicht hier unten hin soll? Ehrlich gesagt bin ich mir gerade auch nicht so sicher, in welche Richtung ich soll. Da sollte ja eigentlich das Geräusch rauskommen. Oh, der sieht traurig aus, der Dummy. Hey, eine Portalkanone. Der hat sich zu sehr bewegt für meinen Geschmack. Ja, ein rotes Portal. Endlich. Ah, ich finde das klasse. Ich mag rote Portale. Hat mich schon gewundert, warum das Revolution so rot eingefärbt war. So, dann müssen wir irgendwas machen, nehme ich mal an. Das ist die generelle Gangart. Da gibt es ein Keep Out, aber wir können rein. Wir können da rein, obwohl sie uns draußen halten wollen. Das ist ja was Schönes. Was können wir hier drin machen? Nix. Tja. Da hatte ich mich zu früh gefreut. Vielleicht müssen wir hier die Power wiederherstellen. Oder nach unten. Das scheint zumindest zu gehen. Und dann können wir auch weiter nach unten. Wir können ganz nach unten. Solange der Fahrstuhl dann nicht auf uns plumpst, ist mir alles recht. Also nicht alles, es gibt ein gewisses Spektrum an den Sachen, die mir recht ist. Und das sieht eher so aus, als würde das Spiel von mir wollen, dass ich mich hier wieder mit einer hohen Geschwindigkeit beschleunige. Aha. Aber wo die andere Fläche dann hinmachen? Also wir machen... schauen wir mal, wir gehen erstmal da oben wieder rein. Wie soll ich denn da unten was hinmachen? Kann ich doch nicht zielen. Rauskommen? Doch, rauskommen werde ich noch. Muss ich wieder nachdenken, was das Spiel denn überhaupt von mir will. Ich schätze mal, wir sollen da auf die andere Seite. Und da wäre es natürlich gut, wenn wir ein bisschen Speed hätten. Ich sehe hier keine offensichtliche Portalfläche, die mir das ermöglicht. Gehen wir vielleicht nochmal da hinten rein. Oder da hinten darüber. Ansonsten bin ich hier schon wieder aufgeschmissen mit meinem Hirn. Ich sollte mir echt mal ein neues besorgen. Dann einmal eine Treppe hoch kann ich auch nicht mehr. Tja, das ist Pech für mich, würde ich sagen. Das ist einfach Pech. Wären das wenigstens Portalflächen, wüsste ich, was ich machen soll. Kann auch sein, dass ich die Bretter zerstören kann mit einem wuchtigen Aufprall. Das probieren wir mal. Arg viel Option bleibt uns ja nicht. So, wenn wir da mitten rausfliegen, sollte es doch klappen. Das heißt, wir setzen ein Portal dahin. Dann, Mist, das funktioniert so nicht. Können wir es noch irgendwo anders hinsetzen? Da zum Beispiel, das ist doch besser. Nee, das ist derselbe Scheiß in grün. Dann setze ich mich mal dahin. Aber ich brauche doch das Rote im Aufzug. Sonst war das ja alles ein bisschen witzlos. Ach nee, ich soll einfach da rein. Na gut, das kriege ich hin. Da müssen wir ja einfach durchs blaue Portal und ein rotes hier hinsetzen. Und hui! Leichter Hirnschaden davon getragen. So, das sieht doch passender aus. Dachte schon, was will das Spiel jetzt von mir? Mensch, was das an Zeit gekostet haben muss, das hier alles aufzubauen. Nur um mich als armen Menschen hier zu quälen. So. Wieso habe ich denn da eine Portalfläche? Kommt ein Würfel raus? Kann eigentlich nicht sein. Ich muss da rüber jumpen, aber dazu brauche ich wieder ein bisschen Speed. Und wie kriege ich den Speed? Entweder durch Gel oder durch Höhe. Ich sehe jetzt beides nicht. Na, hier unten vielleicht doch. Ach, dann hätte ich doch... okay. Kann ich doch das andere Portal? Das wäre natürlich jetzt... Entschuldigung. Das Geschickteste. Wenn ich einfach sagen könnte... Nee, das ist ja zu hoch.
Kann ich drauf hüpfen? Nein. Ah, meine favorisierte Lösung ist leider nicht hier. Aber wir können wahrscheinlich hier dann nach oben und dann blaues Portal nachziehen. So. Muss jetzt irgendwie klappen. Hui. Und das blaue Portal. So läuft es. Na also, hab ich was hinbekommen. Da bin ich stolz auf mich. Da unten gibt es eine Tür. Hier gibt es aber auch ein bisschen was zu erforschen. War ich da nicht erst? Ich erinnere mich an den Security Checkpoint. Hier ist ein Türgriff. Ja, da kommt man definitiv nicht rein. Und wieso hat mein... Achso, mein Portal-Ding sehe ich jetzt erst, dass ich ein blaues Portal gesetzt... Hä? Nee, ich habe doch auch ein rotes gesetzt. Wieso ist nur beim blauen Ding so ein Kringel jetzt dran? War das schon immer so? Das kann eigentlich nicht sein. Oh Mist, das war nicht die richtige Tür. So ein Jammer. Wie kommt man denn an einen Kubus, an einen gewichtigen Würfel? Ich weiß es nicht. Hier ist eine Portalfläche. Ist das eine? Muss hier irgendwie sowas sein. Hier kommen wir auf jeden Fall rein. Dann gehen wir da mal rein. So, irgendwelche Würfel. Ah, Schalter. Mit guter Triggerzone. So, was auch immer der gemacht hat, der hat den Security Checkpoint aufgemacht. Aber nur den einen, das bringt mir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Ist da irgendwo noch ein anderer Schalter, den ich übersehen habe? Muss ich komplett zurück? Das wäre ja dämlich. Hier war ich doch schon. Kommt mir alles so bekannt vor. Ja. Wieso soll ich da nochmal springen? Das sehe ich jetzt nicht ein. So, jetzt sind wir wieder hier drin. Rot, blau, passt. Vielleicht da nach oben? Ich weiß es nicht. Sieht aber fast so aus. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, aber so viele Möglichkeiten habe ich tatsächlich nicht. Ich würde fast sagen, wir müssen da nach oben. Ich weiß gar nicht, warum ich das sagen würde. Oder hat sich an der Tür inzwischen was verändert? Nö. Nö, nö. Wie kommen wir idealerweise nach oben, indem wir irgendwo runterfallen? Klingt paradox, ist aber so. Ja. Ich bin noch nicht gänzlich überzeugt, dass ich hier von richtigen Annahmen ausgehe. Wir versuchen einfach mal runter zu plumpsen. Also nicht hier rüber. Auch nicht hier rüber. Mensch, hab ich schon wieder den Weg vergessen. Ich glaube hier runter und... Nee, das war auch falsch. Kompliziert heute. Muss man sich alles merken. Irgendwo war doch der Fahrstuhl. Beziehungsweise das Ende hier. Ja, das sieht gut aus. So, dann nochmal nach oben. Und dann hoffentlich mit Speed. Aber mit Speed kann ich jetzt auch nicht mehr so viel machen. Ich komme ja nur da oben dann wieder raus. Ha. Nee, irgendwas Offensichtliches übersehe ich. Wir müssten ja hier auch komplett zurückkommen zum höheren Fahrstuhl ja da oben. Und dann müssen wir da eigentlich runterkommen. Das heißt, es ist mein rotes Portal gesetzt. Ich sehe es gerade nicht, aber das blaue Portal ist da. Was passiert, wenn ich das rote hier hinsetze? Ist egal, wir können es probieren. Wie komme ich denn da am geschicktesten nochmal hin? Ach, da muss ich plumpsen. Das kann irgendwie nicht richtig sein. Wir brauchen auf jeden Fall, sage ich mal, hier eins. Dann müssen wir das rote gleich setzen. Hui.
Dann haben wir ein bisschen Zeit zu überlegen, was wir machen. Auch nicht so viel Zeit. Vielleicht muss ich das blaue... Nee. Na gut. Vielleicht da unten irgendwie. Da unten war ich noch gar nicht. Das ist eine Portalfläche, die mir gerade erst aufgefallen ist. Oh, hier ist keine. Sah in dem Licht ein bisschen so aus. Na gut, meinetwegen nicht. Das ist anscheinend auch keine. So, hier haben wir doch welche. So, jetzt sind wir hier unten und das bringt überhaupt nichts. Schade eigentlich. Oder können wir da oben irgendwo hinzielen? Nö, sieht nicht so aus. Das ist einfach noch zusätzlich für meine Verwirrung. Na gut, dann überlege ich mal und cut zurück zum richtigen Lösungsansatz. Ich will uns ja auch nicht so lange aufhalten. Bis gleich. So, dann machen wir mal weiter. Ich habe die Lösung gefunden. Es war die ganze Zeit in dem Raum. Na gut, wir müssen hier ein Portal reinsetzen und da ein Portal. Können wir den Schalter nochmal umlegen, das hatte ich vorhin nämlich nicht gesehen. Und jetzt können wir hier durch und weitergehen. Nichts leichter als das. Ach, das erfordert schon hier ordentlich Brainpower. Und da können wir hoffentlich hochgehen. Nee, noch nicht. Müssen wir nochmal einen Schalter. Testing Track Lambda. Das klingt fancy. Ah, Tür, Energiefeld und da ist ein Fahrstuhl. Ja, das lief doch super. Nur ein bisschen Zeit zum Nachdenken gebraucht. Mensch, geht das lange nach oben. Ach, und jetzt fängt es erst an zu laden. Na gut, ging ja dafür schnell. So. Hoffentlich nähern wir uns wieder mit rasanten Schritten der Oberfläche. Will ja nicht die ganze Mühe umsonst gemacht haben. Carla the Complainer says, my new boss is a robot. But did you know? Roboter sind klüger als du. Roboter arbeiten härter als du. Roboter sind besser als du. Interessant. Kommen wir hier durch? Ja. Mal sind die Türen automatisch. Okay. Alright. We're trying something different with this test. If you've worked in device development, then you'll know what this is already. But if you don't, that will actually give us better data. So just have fun with it. It shouldn't be able to hurt you. Es sollte nicht möglich sein, dass ich verletzt werde. Das ist nicht sehr vertrauenserweckend. Vor allem, ich weiß, für welche Firma ihr alle arbeitet. Da ist eine Ansaugstation. Saugt die den Würfel an? Hui. Ja, passt. Und ich glaube, die gibt einfach neuen Würfel. Das muss man nicht drücken. Hey, ich dachte, ich kann mitfliegen. Na gut. Dann nehmen wir mal unseren Würfelkumpel und legen ihn einfach hier drauf. Ja, also, jetzt fängt es wieder an, leicht zu werden. Jetzt komme ich damit auch klar. Ich glaube, ich bin noch ganz tief im Untergrund. Muss nur den richtigen Fahrstuhl wiederfinden. Oh, hier brennt es also auch. Und da ist Lava, das wird es vielleicht erklären. Oh, ein Roboter. Oh Mist, ich dachte ihn. Read the introductory guidebook about pneumatic diversity vents. All pneumatic diversity vents in test chambers have been calibrated to a maximum capacity of 60 kilograms to prevent most humans from being sucked up and disposed of. If your body mass happens to be under 60 kilograms, extra caution is advised. Leider bin ich zu fett hierfür. So. Ich dachte, ich könnte die einfach... Wo kommt denn die andere Röhre raus? Irgendwie damit abschießen. Leider ist die nicht so. Glaubt, da oben ist auch ein Kollege. Das sind keine Portalflächen. Das dachte ich mir schon. Was ist da oben? Sieht ein bisschen aus wie ein überdimensionierter Duschkopf. Glaubt, da hinten kommt auch was raus.
Na, egal. Das machen wir dann eben Stück für Stück. Ob ich denn eine andere Portalfläche hier? Na, das ist natürlich praktisch. Da brauche ich nur ein blaues Portal passend. Wie kriege ich die da oben hin? Nicht von hier, so wie es aussieht. Hui! Ah, das ist schön. Das macht Spaß. So, wir selber sind davon ja nicht betroffen. So. Hui! Und die anderen zwei wollen wir dann auch noch ansaugen. Das ist eine schöne Mechanik. Oh, hier sind Höhlenzeichnungen. Ausrufezeichen. Weiß gar nicht, wie rum ich die lesen soll. So sieht's aus wie zwei Strichmännchen, die irgendwas machen. Na gut. Hier damit. Jetzt müssen wir die Glocke einfach auf die andere Seite setzen. Klingt das was, den Würfel direkt hier rein zu setzen? Hat so eine schöne gelbe Markierung. Ich dachte mir schon, dass es nichts bringt, aber... Versuchen schadet ja nichts. Dankeschön. The following test chambers may not include pre-recorded messages like these, in order to measure how test subjects behave in environments lacking human contact. Good luck! Dankeschön. Das ist aber ordentlich zugeducktaped. Da wollen sie mich offenbar nicht drin haben. Können zwar das Ducktape mit meiner freien Hand abziehen, aber anscheinend nicht. Oh, ein weiterer Fahrstuhl. Bitte geh nach oben. Die Bäume war... Nicht nach unten. Na gut, wir machen Rückschritte in der Episode. Wir machen ganz klare Rückschritte. Aber vielleicht hebt man tatsächlich demnächst mal einen Teil von GLaDOS auf. So. Zumindest da hatte ich Portalflächen. Da drüben ist eine Tür. Dann probieren wir doch mal die Tür. Ja, scheint geklappt zu haben. Da unten liegen irgendwelche leuchtenden Scheiben. Sieht aus wie so der Mittelpunkt von so einem Würfel. Beziehungsweise der mittlere Part jeweils von jeder Würfelseite. Das Keep-Out-Schild würde ich als Souvenir einfach mal mitnehmen. Hänge ich an meine Zimmertür. So, sprinten kann ich ja nicht. Ich probiere es trotzdem immer mal wieder und bin dann nicht ganz unüberrascht, dass es nicht funktioniert. Keine Ahnung, ich bin nicht überrascht. Mehr wollte ich doch gar nicht sagen. So, die geht auch auf. Schlimm ist, wenn sich mal eine Tür schließt und die andere nicht aufgeht, dann ist das Spiel vorbei und wir sind da einfach, werden verhungern oder ersticken. Wahrscheinlich eher verhungern, wenn ich so an mir runtersehe. Beziehungsweise essen hätte ich ja für Monate. Verdursten, würde ich dann sagen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich fett bin. Naja, gut. Kommt heute irgendwie nicht so rüber, was ich aussagen will, wie das, was ich meine. Problem habe ich öfter. Oh, da ist doch ein Kern. Komm, haut drauf. Wir dürfen nicht zulassen, dass GLaDOS zurückkommt. Insert Disk. Okay, wahrscheinlich da rein. Da ist ja eine kleine Disk. Habe ich das gut gemacht? Muss ich noch Strom umlegen? Ja, das sieht gut aus. Hallo? Hallo? We done? Oh! Hey! What's happening here? Where am I? Hallo? Weiß ich nicht, ich will dich zerstören. Warst du ein Mensch und die haben dich hier eingepflanzt? Das ist aber nicht gut. Alles gut. Anscheinend. Wieso helfe ich euch eigentlich? Ich weiß doch, dass ihr böse seid. Wo ist denn der Hub? Ich bin nicht sehr gut. Where is everybody? Is the office closed?
And what is a test subject doing here anyway? Das ist eine gute Frage. Really dark. Light switch anywhere? I mean, we don't have to go through there, do we? I completely understand that you would rather find another way if you're scared of the dark. No shame in that. It's just the absence of light, right? What reason would anyone have to develop a phobia for it? Can't find another way through, hmm? I may have an idea. Let me try something. Oh. It worked! That's crazy! Dankeschön. Mein Handy kann das auch. So. Ein bisschen heller könntest du es schon noch machen. Wandering through the office after working hours with a stranger and nothing more than a flashlight. Ja. Aber keine Sorge, die anderen sind alle tot. I'm sorry for... Ah! I'm so sorry. My bad. I didn't mean to overexpose your eyes. Die wirkt zumindest noch nett. Starr mich doch nicht so an. Kann auch nichts dafür. Was steht da? Personality Sphere Maintenance Labs. Okay. Wait, what happened here? Look out the window, please. Alright. Trying not to panic again. Can you tell me what year it is? Oh, you don't know either? Guess we're in the same boat then. Let's try to get this door open. Stick me on that plug in the wall. I'll see what I can do. Du hast... Ah, da erscheint er. Kam mir gleich so merkwürdig vor. Got it. Gut. Kommt ja rausgeschossen hier. None of this used to be here. How long was I out for? It must have been decades. Ja, vielleicht auch länger. Going now. Oh, let's try and find a management rail. Then I can access the whole network. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist. Da ist eine Tür, durch die soll ich wahrscheinlich nicht. Ich hab's gewusst. Das sah hier gleich zu verwinkelt aus, um wahr zu sein. What's the worst that could await us up there? Actually, you don't want to know. Was soll das denn heißen? Was habt ihr hier noch versteckt? Can I ask you something real quick? What portal device model is that? Doesn't look like any of the ones I've seen before. Keine Ahnung, habe ich irgendwo unten gefunden. Design team did a good job. Engineering too. Very slim fit. Mhm. Na gut, aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.